der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesu und bunden ihn und führten ihn aufs Erste zu Annas, der war Kaiphas Schwäger, welcher des Jahres Hoherpriester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umgebracht für das Volk.
Thank you.
wenige Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führete Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht dieses Menschen Gott? Er sprach: Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmeten sie. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesus um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel alle Juden zusammengenommen und habe nichts im Verborgenen geredet. Fast fragest du mich darum, frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schmähest du? Thank you.
des hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreunter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Aber ich ihm sagte, bei ihm. Da verleugnete Petrus abermal und alsobald krähete der Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und Oh,
führten sie Jesum von Kaiphas vor das Richthaus. Und es war frühe, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Osteressen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Thank you.
sprach Pilatus zu ihm: So bist du denn noch ein König? Jesus antwortete: Du sagst, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, er höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht: Keine Schuld an ihm. Er hat aber eine Gewohnheit, dass ich euch keine Nuss gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den Juden König ausgebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Ich esse, ich esse nicht, ich esse nicht. Und geißelte
Nächte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Oh,
hätten ihn. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben. Wir haben ein Gesetz. Thank you.
Thank you.
Thank you.
die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegesknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war nun genähet, von oben angebürket durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Lasset uns den Winter passen, Thank you.
Der Held auf Judah siegt mit Macht.
Held aus Juda siegt mit Mord. Der Held aus Juda siegt mit Mord. Und schließt den Kampf. Und schließt den Kampf. Und schließt den Kampf. Siegt mit Macht, der Held aus Juda siegt mit Macht und schließt den Kampf und schließt den Kampf. Thank you.
siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und schwunden auf viele Leiber der Heiligen. Thank you.
die Juden aber, die bei Esther Rüstag war, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über, denn des selbigen Sabbattags war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass er die Wahrheit saget, auf dass ihr glaubet. Denn solches ist geschehen, auf dass die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Selbst hinlegten sie Jesum,
und des Rüsttags Willen.